habe das ja hier erstmal gar nicht gefunden, muss ich sagen. Das liegt ja auch ein bisschen abseits hier, Köpenicker Straße. Ein bisschen am Arsch. Ich war auch noch nie hier. Wart ihr schon mal da? Nie. Doch, ich war schon mal hier. Hallo. Hallo, ihr drei. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wer bist du? Martin bin ich. Hallo. Peter. Ich bin Stefan. Hallo. Hallo, ich bin Margarete. Hallo. Was sind denn das für Karten? Ja, das sind... Das würden wir auch gerne wissen. Ja, genau. Die hat hier jemand hingelegt auf dem Tisch. Genau, das sind so Themenkarten. Mhm. Da stehen Themen drauf, über die wir uns dann im Laufe dieses Abends unterhalten. Aber Martin, erzähl doch mal, du bist Spiegel-TV-Zuschauer des Jahres. Genau. Wie wird man das überhaupt, habe ich mich gefragt, als ich das erste Mal davon gehört habe. Das war auch ein bisschen überraschend für mich, aber ich habe immer kräftig mitgetwittert, also habe ein bisschen Reichweite erzeugt und habe mich einfach zu den Themen auch positioniert, gerade zur Bundestagswahl, und dann gab es doch einige Leute, die da sehr kontrovers diskutiert haben, und ich habe mich da mit eingebracht, und ich glaube, das Gesamtpaket hat dann irgendwie gestimmt. Themenkarte. Geht schon los. Hashtag Donald Trump. Ah, okay. Hätte ich nicht mitgerechnet. Für ausgerechnet dieses Jahr über Trump zu sprechen. Das ist ja schon 2016 Präsident geworden. Naja. Trump. Müssen wir über Trump zu Weihnachten reden? Der hat jedenfalls ein schönes Weihnachten, so richtig. Weil der, nachdem man ja jetzt die ganze Zeit gedacht hat, der kriegt nichts durch. Und jetzt zur Zeit, so scheint es doch so zu sein, dass wir dann noch als der große Sieger. Das schreiben alle Medien, aber ist das wirklich so? Als Sieger? Wo sieht das so aus? Was liest denn du? Naja, ich meine, jetzt kriegt er seine Steuerreform durch. Jetzt macht er Israel kaputt? Ja, wenn man das so interpretieren möchte. Für ihn selbst ist er, glaube ich, schon immer ein Gewinner. Also ja. Der kann ja gar nicht verlieren. Also wer mehrfach bankrott geht und trotzdem wieder aufersteht oder aus irgendwelchen Gründen, der kann ja nur für sich gewinnen. Er ist Präsident geworden. Aus von einem Medienstar, von einem Reality-Show ist er irgendwie, also es ist Amerika tatsächlich. Das ist gut, wie es schlecht ist. Es ist wirklich alles möglich. Das ist erst der Beweis des amerikanischen Traums, aber meiner Meinung nach auch in der Fatalheit, kann man das so sagen? Naja, aber ich meine, sagen wir mal, wenn du ein paar Millionen geerbt hast, dann ist es leichter. Der Staat ist ihm sehr leicht gefallen. Also das ist jetzt nicht gerade die Tellerwäschergeschichte. Das ist ja die er eigentlich so ein bisschen versucht zu erzählen. Und deswegen möchte er das ja gar nicht so gerne, wenn man ihn darauf anspricht, dass er ja eigentlich eine sehr, sehr, sehr große Starthilfe gehabt hat. Ich glaube, ohne die wäre es möglicherweise nicht so weit. Self-made man, vom Millionär zum Milliardär. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Habt ihr auch diesen Essay gelesen von diesem Neurologen, jetzt vor kurzem, der so sich zu Trump geäußert hat? Das haben ja einige so Psychiater und so schon geschrieben. Ja, der hat irgendwie, Ferndiagnose soll man ja nicht machen, aber er hat halt diverse so Dinge, die man schon so von außen sagen kann. Jetzt gab es einen Neurologen, der hat so einen langen Text geschrieben über, und eigentlich bin ich auch voll skeptisch diesen Texten gegenüber, wenn man so, das von, natürlich redet der komisch und so, aber viele Leute reden komisisch, wenn sie alt werden auch und so. Dann hat er so lauter einzelne Dinge auseinandergenommen, von wie er spricht, wie er sich wiederholt und so, und wie er undeutlich spricht, wie er Sachen vergisst, wie er irgendwie so eine komische Wahrheitsauffassung hat, auch immer wieder so Sachen, von wie Obama sein Geburtsort und sein Pass ist alles gefälscht und so. Und das fand ich sehr interessant, weil es so lauter einzelne Punkte gab, wo er dann gesagt hat, nee, der hat wahrscheinlich schon so eine, was war das dann so, naja, sowas wie Demenz im fortschreitenden Stadium oder so, und das müsste man jetzt schon nochmal untersuchen, aber klang alles irgendwie, also ich weiß nicht, klang schon interessant, aber wird natürlich nicht passieren. Naja, es ist nur deshalb interessant, weil er Präsident der Vereinigten Staaten ist. Oder man muss ja inzwischen nach einem Jahr Trump sagen, der Unvereinigten Staaten von Amerika. Weil er hat ja das Land so tief gespalten, es war vorher schon im Ansatz gespalten. Und er hat ja gesagt, America first, aber er meinte immer Trump first. Me and my family, meine Milliarden, meine Follower, die setze ich an die erste Stelle. Und das ist knallhart und nicht dement.
das ist einfach ein Typ, der seine Interessen durchsetzt, der es geschafft hat, an die Macht zu kommen und jetzt das Programm durchzieht, das er für richtig hält. Das Verrückte ist, finde ich, dass die, die um ihn herum sind, das so mitmachen. Trotz aller Kritik jetzt auch in den Medien oder so, aber die Republikaner, die Demokraten, also ich finde, da könnte mehr Aufschrei sein. Na gut, die Demokraten können ja im Moment wenig dagegen unternehmen, aber die Republikanische Partei, da sind halt so viele dabei, die denen halt lieber ist, quasi so ein Irrer im Weißen Haus, als irgendein Demokrat. Also das, sie nehmen das halt einfach mit. Ja, aber was hinterlässt er nach mehreren Jahren? Tja. Glaubt ihr, er macht die ganze Zeit durch oder er wird abgesetzt? Das ist der Blick in die Glaskugel, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob Mike Pence ein besserer Präsident wäre, sozusagen. Das ist ein intellektueller, evangelikaler Christ, der sozusagen das ja wirklich durchziehen will. Also Trump war mal Demokrat, der hat ja für die Demokraten ja auch gespendet. Der ist Opportunist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Mike Pence mit einer richtigen Agenda, die dahinter steckt, und mit richtigen Kontakten noch zu den anderen Senatoren und ob das nicht noch fataler wäre. Also meine Hoffnung war immer, dass es ihm zu anstrengend ist. Weil es ist ja jetzt nicht wirklich luxuriöser, sein Leben. Also für jeden anderen. Er hat sich ja auch schon beschwert, dass so viel zu tun wird. Es ist so viel zu tun, das Haus ist kleiner als vorher, das Flugzeug ist wahrscheinlich auch kleiner als vorher. Und er ist ja total eingeschränkt, weil er sich nicht mehr frei bewegen kann, kann nicht mehr irgendwie so Party machen, unbeobachtet. Und also das war meine Hoffnung, dass er irgendwann halt, dass ihm das zu anstrengend ist, den ganzen Tag. Ich meine, was man ja jetzt in der New York Times lesen konnte, war ja eine schöne Recherche, dass er also morgens den Fernseher einschaltet und also bis zu 8 Stunden oder mehr am Tag halt einfach nur den Fernseher laufen hat. Und das ist eigentlich seine Art, sich mit Themen zu verfolgen und mit Themen zu versorgen und Politik zu machen über Fernsehen. Und vielleicht wird es ihm irgendwann zu langweilig. Mach das jetzt mal so, was ich glaube, was Trump auch nächstes Jahr machen wird. Noch ein bisschen Öl ins Feuer gießen oder einen Holzscheit auflegen. Ich glaube, damit es uns auch ein bisschen wärmer noch wird hier. Ja, das ist eine gute Idee. Nächstes Thema. Oh. Haha. Das ist noch freudloser. Was? Das sind die Jamaika-Sondierungen. Oh, ey, wie scheiße ist bitte dieses Wort des Jahres? Habt ihr euch auch so aufgeregt? Was ist Jamaika das für eine Kack-Institution? Jamaika aus. Ich reg mich jedes Mal auf über dieses Wort des Jahres. Was soll das? Ja. Es ist immer langweilig. Es ist nie. Was ist das? Warum gibt's das? Da wird so viel Geld reingesteckt, damit irgendwelche Leute sagen, ja, dieses Wort ist jetzt. Nun glaube ich nicht, dass da unglaublich viel Geld rein. Doch, da sitzen doch Leute, das ist doch so eine Kommission, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Und dann setzen die sich zusammen und sagen so, ja, ist es jetzt der Schulzzug oder ist es das Jamaika aus? Das ist doch scheiße, was ist das denn? Warum bist du so aggro? Also ich würde schon mal sagen, Jamaika aus ist schon mal gar kein Wort. Also so geht es ja eigentlich schon mal los. Aber dieses, vielleicht, wenn wir es doch etwas politischer versuchen. Ja. Also ich war ja tatsächlich lange davon ausgegangen, dass wir so eine Jamaika-Regierung kriegen würden. Ich habe das nicht erwartet, dass das doch noch platzt. Weiß nicht, wie es euch da geht. Ich habe das auch gedacht, aber ich meine, es war ja auch alles nicht. Also ich habe das, ich finde das total schwierig. Ich habe bloß immer gedacht, warum werden diese Gespräche nicht live übertragen, damit wir alle mal daran teilhaben können, was diese Politiker eigentlich miteinander zu besprechen haben. Wahnsinn? Cooler Einfall. Ja, ich meine, wir leben doch in Zeiten, wo alle gesagt haben, man kann denen da oben nicht trauen. Die vertreten uns nicht, die kungeln nur. Es wäre eine, man hätte ja vielleicht nicht von morgens bis abends das übertragen müssen, aber es wäre so eine demonstrative Geste gewesen, das mal zu durchbrechen. Ja, weil wir doch, Moment, weil sie doch dauernd uns gegenüber den Eindruck erweckt haben, viele jedenfalls, die immer vor diese Mikrofone traten am späten Abend, als ob das vorangeht, als ob das alles schon klar ist, was da
Also das haben wir alle geglaubt, das ist kurz vorm Abschluss. Und dann auf einmal der Knall. Und keiner kann es richtig nachvollziehen. Und plötzlich hört man von einem 60 Seiten Papier oder mehr, in denen schon das und das und das und das. Also da kamen ja dann im Nachhinein wieder Sachen raus, wo du dachtest, warum können die das nicht mal offen machen? Warum können das ganze Land nicht mal teilhaben? Das sind die Vertreter. Wir haben sie gewählt. Die können doch mal einfach das piratenmäßig demonstrieren. Naja, aber es ist natürlich, ich glaube, ja, kein Problem. Nur es ist, glaube ich, mit daran gescheitert, dass es sehr transparent gewesen ist, weil ja, also da gab es ja einige aus dieser Verhandlungsgruppe, die ja alles per Twitter rausgehauen haben, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Das war Taktik, ja, klar. Aber du brauchst also deswegen würde ich sagen, eigentlich brauchst du doch so eine gewisse Vertraulichkeit in solchen Verhandlungen, um dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen zu können, was man dann auch gemeinsam vertreten kann. Wenn du da jede Windung transparent machst, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann. Es gibt Verhandlungen, die sind vertraulich, aber diese Vertraulichkeit schafft ja gerade die Grundlage für Winkelzüge und Tricksereien und einfach Verarschung auch der Bevölkerung. Hm. Und wir reden ja hier nicht von Verhandlungen zwischen VW und Daimler oder so. Dass die nicht transparent übertragen werden, das ist mir auch schon klar, wenn die über die Zukunft des Diesels oder so reden. Ne? Ich glaube jedenfalls, dass die FDP oder namentlich Christian Lindner, dass der das von Anfang an einfach nicht wollte. Wenn man sich den angeschaut hat in der Elefantenrunde da nach der Bundestagswahl, dann war schon klar, dass der überrascht war, dass die SPD sich sofort rausgezogen hat. Und der hatte schon die Hosen voll. Also der wollte einfach nicht regieren. Aus seiner Perspektive ist ja nachvollziehbar. Man hat einen genauso erfolgreichen wie inhaltsleeren Wahlkampf gemacht von Seiten der FDP. Und dann hätte man ja plötzlich irgendwie zeigen müssen, dass man im Regierungshandeln auch irgendetwas umsetzen kann. Und da wäre die Gefahr groß gewesen, dass er erstens wieder von Angela Merkel an die Wand regiert wird und dass er zweitens halt dann auch beim nächsten Mal die FDP wieder aus dem Bundestag rausfliegt. Aber was glaubst du, was er wollte? Was war seine Idealversion? Ja, in die Opposition gehen. Ja, aber kann mir einer von euch erklären, warum er das nicht gleich am Anfang dann gesagt hat? So wie Martin Schulz. Hier, Christian Lindner. Klar, Opposition machen wir. Ja, weil ihm der Schulz zuvor gekommen ist. Staatspolitische Verantwortung wollte er ja übernehmen, im Gegensatz zu der SPD. Weil er sagt, die ducken sich weg, gehen jetzt in die Opposition. Und er sagt dann, na gut, dann müssen wir jetzt hier gerade stehen. Das war, glaube ich, sein Kalkül. Ich bin aber ganz bei dir, dass ich denke, dass es Kalkül war, dass er gar nicht in die Regierung wollte. Weil von der FDP habe ich es wirklich nicht erwartet. Ich habe gedacht, dass es zwischen der CSU und den Grünen wirklich knallt und dass das der logische Punkt wäre, wo es hakt oder wo es nicht zusammengeht. Aber die haben sich ja alle gebogen und gewunden und es waren die Allianzen da auf einmal, zumindest das, was man weiß. Ne? Ja. Ich glaube, dass ja die Grünen und die CSU gar nicht so weit auseinander sind, wie immer so getan wird quasi, sondern die sind eigentlich, also was diesen ganzen Naturschutzgedanken betrifft zum Beispiel, da kommen die natürlich schon zusammen und dieses Ganze, also es ist, Grün sein ist in gewisser Weise auch ziemlich konservativ. So, die Getränke. Ah. Sehr gerne. Mein Rum ist auch alle. Ja, ich würde aber auch noch einen Rum nehmen. Sehr gerne, bringe ich ihn dann sofort. Haben Sie bei euch in der Familie auch immer gesagt, zu den Kindern, Rum macht dumm? Sowas wird in Polen generell nicht gesagt, weil... Sie, darf ich Ihnen das mal so rüber? Dankeschön. In Polen wird ja einfach generell gesoffen und dann ist natürlich alles gut, was knallt. Und die Kinder haben Weihnachten mitgesoffen früher? Auch immer so ein Likörchen oder so? Das Likör war aber auch bei uns im Westen die Einstiegsdroge, ne? Nächste Karte! Ich lege mal was nach. Aber das ist gerade nur ein tolles Thema. Me too! Ah. Ja. Me too, Person of the Year. Da redet nicht Margarete, dann müssen wir reden. Ja, da reden die Männers. Ja, erzähl was, Stefan. Was hat sich bei euch verändert seit MeToo? Also mir hat das ganze Thema schon zu denken gegeben. Weil ich mich natürlich schon gefragt habe, ob ich vielleicht irgendwann mal
wie einen blöden Spruch losgelassen habe oder ein Kompliment gemacht habe, das nicht als Kompliment verstanden worden ist oder so. Also da hat schon so eine Verunsicherung eingesetzt. Aber jetzt keine schlimme Verunsicherung, also ich finde eine produktive Verunsicherung. Also das schadet ja nichts, wenn man sich solche Fragen stellt. Und deswegen, also ich finde das gut, dass die Frauen da offen sagen, was sie so erleben. Ich muss dazu sagen, ich bin mit einer Frau aus einem lateinamerikanischen Land verheiratet. Und was die so erzählt, das ist dann nochmal, also da geht es halt kulturell nochmal ganz anders ab. Ihre schönste Geschichte ist, dass sie mal als Teenagerin an der Ampel stand auf dem Fahrrad und ihr dann hält ein Auto nebenan und ein Typ pfeift ihr so hinterher und sagt irgendwas und sie dreht sich um. Es war ihr Vater, der sie von hinten nicht erkannt hat. Ernsthaft? Ja, das war dann ein paar Tage ein bisschen peinlich in der Familie. Unangenehm. Ja, aber das nur zur Auflockerung. Aber natürlich ist das total wichtig, dass sich die Männer mal überlegen, wie sie mit Frauen umgehen. Also, das ist ja ganz klar, würde ich sagen. Was ich krass fand, sag erst du. Das, was Stefan gerade bloß so gesagt hat, ich finde immer, es gibt so eine Art Stimmung oder Mentalität oder Milieu, in dem diese einfachen Sprüche, sexistische Sprüche und so, viele sagen ja, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja noch nicht so schlimm, aber in diesem Milieu entwickelt sich ja dann mehr. Das geht ja im letzten Endes, am Ende der Kette ist sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, was weiß ich. Und hier ist erstmal der Spruch über die Bluse oder über die Kleidung oder über was weiß ich was. Und wenn man das nicht im Zusammenhang sieht, begreift man das Problem nicht. Das ist das Ding. Ne? Also wenn du das Einzelne siehst, denkst du auch, das ist so wie wenn Leute über Schläge in der Familie reden, Klaps hat noch nie geschadet. Also es ist eine Eskalationsstufe. Und ich habe ja diese Serie da Mad Men gesehen und dachte mir immer, wow, die machen ja was, so ist es ja nun wirklich nicht in den Büros. Dass wenn eine Frau reinkommt ins Büro, die dann mehr oder weniger gleich 5 Minuten später auf dem Sofa oder auf der Dings da liegt, auf dem Schreibtisch. Und das ist das Ende der Eskalationsstufe, wo es sehr viel unterhalb der Schwelle gibt. Und wenn man das nicht so ehrlich diskutiert, dass das zusammenhängt und dass das eine, dass die Atmosphäre für Übergriffe schafft, dann versteht man das Problem nicht. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt gewesen, dass es immer diese Wellen braucht. Wir hatten diese Diskussion ja immer wieder mal. Und das ist leider bei vielen Sachen so. Und hier hat es jetzt mal endlich eine richtig breite Öffentlichkeit geschafft. Und es braucht wohl auch dann Leute, die von ganz oben nach unten fallen, so wie eben Weinstein, der Hollywood-King da und andere, ne, die also jetzt alle auf der Anklagebank sitzen plötzlich und das immer noch verschwiegen wurde. Also es wurde so viel in Deutschland, im Osten wie im Westen, in den 50er, 60er Jahren verschwiegen, nie drüber geredet. Und ich bin sehr froh, dass wir da heute wahnsinnig viel weiter sind. Aber das geht in der Tat, vor allen Dingen, wenn die Männer darüber reden auch. Denn das sind die, wenn man so will, Täter. Ja, einerseits weiter, aber andererseits in Deutschland gibt es jetzt Rückblicke auf MeToo und so, bla bla. Aber was ist in Deutschland passiert? Nichts. Niemand hat irgendwie seinen Job verloren, niemand wurde öffentlich angeklagt. Es wird so ein bisschen geredet, aber sofort wieder in diese scheiß brüderle-mäßige Diskussion rübergefallen von dürfen wir jetzt nicht mehr flirten, was dürfen wir jetzt alles nicht mehr und so. Aber in Deutschland es wurde kein einziger Name genannt. Man kann doch nicht zurückblicken auf das. Es ist meiner Meinung nach noch nicht abgeschlossen. Dann müssen wir 2018 dafür sorgen, dass Namen genannt werden und auch Leute runterfallen von der Treppe. Ja. Ja, und das Lustige, was ich gerade sagen wollte, oder was heißt lustig, aber das Krasse fand ich sogar, Merkel hat sich ja dazu geäußert. Merkel hat irgendwie zumindest über ihren Sprecher twittern lassen, als es diese Person of the Year-Wahl gab, so, ja, wir danken den Leuten, die das öffentlich gemacht haben, die es gewagt haben, darüber zu sprechen. Merkel äußert sich ja generell eigentlich nicht zu feministischen Themen, außer man zwingt sie sozusagen, und selbst dann schafft sie es noch, sich da irgendwie rauszuwinden. Und sogar sie hat gesagt, ja, toll, dass es gemacht wurde. Und was ist in Deutschland? Nix. Sag mal, du kriegst es aber ziemlich dicker ab. Ne? Vor ein paar Tagen habe ich gesehen, was da jemand geschrieben hat wieder über dich oder an dich.
Ja, was hat er geschrieben? Ich sehe das ja teilweise gar nicht mehr, weil ich die Leute eh gemutet habe. Also es war eine Reihe von Beschimpfungen. Es war zu viel, um das auswendig her zu sagen. Aber es ist schon crazy. Ja, man kriegt das ab, aber das ist ja sozusagen, das ist ja bei mir, also... Prallt das an dir ab? Naja, das prallt insofern an mir ab. Ich nehme das schon wahr, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das fertig macht oder so. Es ist ja, ich bin ja inzwischen dran gewöhnt sozusagen, dass das passiert. Und das macht es nicht besser, aber es ist nicht so, dass es mich irgendwie emotional oder so mitnimmt oder so. Aber ich finde es, also was ich krass finde, ist, dass... wie gesagt, das ist in Deutschland nicht diese namentliche Diskussion. Ja, muss man da nicht mehr eine rote Linie auch im Netz ziehen? Und auch, ehrlich gesagt, das ist ein Fall für die Justiz auch? Natürlich, natürlich, natürlich. Aber was wird daran, was wird dann irgendwie verfolgt? Also ich meine, du kannst ja, ich bin ja, es ist ja sozusagen Teil meiner Arbeit ständig, Leute da irgendwas zu melden oder anzuzeigen, wenn ich bedroht oder beleidigt wurde. Was kommt da jemals bei raus? Also ich habe jetzt vor kurzem erst, wurde sowas eingestellt, wo mir jemand geschickt hat, ja, das war jetzt nicht sexuell, so ihr Zecken werdet brennen und so, ja, nee, das wird jetzt nicht weiter verfolgt. Und mit welcher Begründung? Und ja, das gibt jetzt kein, nicht so ein öffentliches Interesse. Also der Typ wohnt auch in Mexiko inzwischen, ist ein Deutscher, aber ist in Mexiko gemeldet und so. Und ja, nee, da wird, also nee, das war ja auch nur eine private Nachricht und nicht öffentlich geschrieben so, sondern der hat ja nur mir geschrieben, du wirst brennen und du wirst nie wieder deinen sozialistischen Scheiß veröffentlichen können und so. Und ja, eingestellt. Naja, ich meine, Drohungen sind ja oft privat. Und ja, ja, eben. Strafbare eben. Drohungen. Und von wegen, es gäbe nicht ein öffentliches Interesse. Natürlich gibt es ein öffentliches Interesse daran, dass Journalistinnen Dinge schreiben können, ohne dass sie Morddrohungen kriegen. Also unsere Kollegen in aller Welt werden bedroht, erstmal verbal gedroht. Ja. Es gibt verbale Gewalt und dann kommt die andere Gewalt und dann werden Journalisten in autoritären Regimes in der Sowjetunion, in der Türkei eben mit echter Gewalt des Staates konfrontiert oft. Oder mit der Gewalt von Leuten, die wirklich zu Waffen greifen. Und wenn man das nicht erkennt, dass verbale Gewalt der Anfang ist, dann versteht man die Welt nicht, finde ich. Und ändert auch nichts an den Zuständen. Also wir haben doch ein riesiges Gewaltproblem in der deutschen Gesellschaft inzwischen. Diese Hetze, diese Spaltung, diese Aggressivität, die ist enorm. Also dies finde ich eines der Probleme, die am deutlichsten sichtbar in diesem Jahr und noch zugenommen haben. Ja, und vor allem so geil, wie einem dann immer gesagt wird, ja, das musst du aushalten mit deinem Job und so. Und dann nennst du mal irgendwen ein Arschloch und dann kriegst du sofort eine Anzeige, weil du irgendwen vermeintlich beleidigt hast oder so. Also sozusagen die Empfindlichkeit auf der anderen Seite ist ja wahnsinnig. Und gleichzeitig so, nee, das müsst ihr, auch Feministin, das müsst ihr schon aushalten, wenn ihr dann beschimpft werdet und so. Und dann sagst du halt mal, ja, ihr seid halt alles kleine Wichser und so, ja, das darfst du jetzt aber wiederum nicht sagen. Ich denke, man kann was dagegen machen. Ich würde schon immer noch eine Linie ziehen. Also so eine ähnliche Debatte gibt es ja auch immer bei Computerspielen zum Beispiel, dass so eine Enthemmung stattfindet und so. Ich glaube, du kannst viel Rap-Musik hören und viel Actionfilme gucken. Deswegen musst du aber immer noch nicht gewalttätig werden. Also ich glaube, da ist schon auch eine Verantwortung beim Einzelnen da. Also das ist, sicherlich gibt es da Auswüchse, aber ich glaube nicht, dass du das Problem lösen wirst, indem du quasi Sprache kontrollierst. Also darum... Nee, nicht kontrollieren. Das wäre Quatsch. Aber vor 20 Jahren war die Sprache nicht so gewalttätig. Die ist in der Tat mit dem Internet explodiert. Wo jeder einfach, auch noch anders als am Stammtisch, da sind ja auch noch Zeugen, da ist eine Kneipe um einen herum, wo jeder vor seinem Bildschirm sitzt und einfach raushauen kann, was ihm gerade durch den Kopf schießt. Unkontrolliert. Und die Leute sind ja auch verrückt. Also Margarete kriegt ja auch... schweinische Meldungen sozusagen, sogar gar nicht mal anonym. Nee, das ist so crazy, wie teilweise die Leute ja auch von ihren beruflichen Accounts das schicken, wenn ich so Mails bekomme von irgendwelchen Hochschuldozenten, keine Ahnung, Immobilien, irgendwas, Typen und so, die schicken das ja teilweise von ihren beruflichen Mailadressen und sind sich überhaupt nicht im Klaren darüber, dass es wie abgefahren das ist. Also die schämen sich offensichtlich nicht, weil die das unter Klarnamen mit Adresse, mit Firmen-Homepage drunter
schreiben die dann halt so, ja, wie kann so eine hässliche Fotze überhaupt eine Kolumne haben zum Beispiel? Und das ist ja, also das finde ich schon krass. Also wenn das anonym wäre, würde ich noch denken, ja, okay, dann ist dann irgend so ein schäbiger Typ in seinem Computerkeller, der sich dann irgendwie auslässt, weil seine Mutter immer streng zu ihm war oder so. Aber oder warum auch immer, aber das ist ja sozusagen, es kommt ja um 14.30 Uhr während der, also er sitzt ja offensichtlich in seinem Büro und schreibt dann irgendwie so, Professor Doktor schreibt mir dann irgendwie so, ja, warum sind Sie eigentlich mit Ihrer hässlichen Fresse immer auf meinem Startbildschirm? Also passiert ja einfach. Ist euch das eigentlich aufgefallen, dass dieses Jahr kurz vor Weihnachten viele Geschäfte werben mit, dass man jetzt nicht mehr streiten soll, dass es jetzt friedlich werden soll? Ich war auch die Tage irgendwie in Leipzig in der Nikolaikirche, da war die Friedensdekade und dann stand da ganz groß oben drüber Streit. Und dann gehe ich um die Ecke und da kommt eine Leuchtreklame von Lidl, Weihnachten, das Fest der Versöhnung. Lass uns aufhören zu streiten. Und ich habe es jetzt auch noch von anderen Geschäften gesehen, ich weiß gar nicht welchen allen. Irgendwo ist so die Haupt-Mainstream-Message dieses Jahr Weihnachten. Jetzt mal Ruhe. Jetzt mal Schluss mit dem Streit. Ja. Aber das ist doch total verlogen. Mein 2017. Ah. Das ist jetzt unser persönlicher Jahresrückblick, sollen wir jetzt sagen, oder was? Och, da sind wir schon ein bisschen dabei, würde ich sagen. Aber denn zum Persönlichen gehört auch das Politische. Das Private ist politisch. Hm. Unser Zuschauer. Ja, ich dachte ja, 2016 hatte schon von der sozusagen, naja, vom Arschlochcharakter einiges zu bieten. Aber 2017 hat sich dann nicht so noch großartig hervorgetan. Ging also jetzt von den gesamten Sachen, die so passiert sind, also nämlich Anschläge, man blendet das ja dann irgendwann leider oder Gott sei Dank aus, weil mein tägliches Leben lasse ich mir dadurch nicht kaputt machen. Ja. Aber tatsächlich, ich habe dieses Jahr, mein persönlich, ich habe viel gearbeitet, ich habe erzählt, wir haben diese Transformation im Arbeits, bei mir im Museum, und da gab es viel, viel zu tun und habe meinen Urlaub tatsächlich sehr, sehr spät erst gemacht und war dann in Kalifornien für bisschen über 2 Wochen, um auch nochmal während des Las Vegas Shootings unter anderem war ich da drüben und das war schon nochmal krass und es war für mich sehr, sehr interessant zu sehen. Ich habe da einige Freunde, die sind an Unis und der eine ist Anwalt, also sind alle organisiert auch und eher linksliberal, sagen wir es mal so, also das Gegenteil von Trump-Anhängern. Es ist kein Tag vergangen, keine normale Unterhaltung, wo wir nicht die Weltlage in Anführungsstrichen besprochen haben, wo wir nicht auch mit fremden Leuten, die mich gefragt haben, wie siehst du das mit Trump, wie ist das in Deutschland, wie nehmt ihr das wahr, die mir gratuliert haben zu Frau Merkel, die gesagt haben, um Gottes Willen, was macht ihr da mit den Flüchtlingen, was ist mit Frau Merkel los, also jede Facette, und das war für mich sehr, sehr interessant zu sehen, so tatsächlich, wie sehr die Leute das auch beschäftigt auf der Straße, obwohl sie ihr normales Leben haben, aber das war für mich mein 2017, dass ich sage, also ich habe durchgezogen, habe mich konzentriert und dann meinen Jahresurlaub irgendwie zwar abschalten können, aber alles, was so passiert ist, ist wieder auf einen eingeprasselt, weil man eben als Fremder, eine Fremde sozusagen, gefragt wird, was man so macht und was wir da eigentlich machen in Deutschland. Also man wird ja auch über einen Kamm geschert. Ja. Auch mit der Bundestagswahl, die war dann, wie das aussieht. Und sich den Leuten erstmal erklären, das ist Jamaika, warum das so heißt, von der Fahne her und von den Farben her und so. Fasziniert waren die Leute. Und da gibt es eben nur Schwarz und Weiß und ein bisschen auch Grün bei denen. Ne? Mhm. Ja, das war mein 2017 und dann mit allen Auf und Abs auch noch zum Spiegel TV Zuschauer des Jahres geworden. Das, Glückwunsch. Ja, danke schön. Danke. Alles erreicht. Ich rede gerne an. Ich habe 2017 alles erreicht. Schön. Und bei euch? Nee, keinen Preis bekommen. Ich bin Büroleiter geworden dieses Jahr. Naja, also ich meine, hallo. Ja, ja. Aber ich kann eigentlich auf ein gutes Jahr zurückschauen. Kann ich echt sagen. Ja, Büroleiter ist doch tipptopp. Ja, aber jetzt noch nicht mal jetzt hauptsächlich deshalb. Das ist halt auch einfach dann auch ein bisschen mehr zu tun und immer rumfahren.
viel in Hamburg auf irgendwelchen Sitzungen, irgendwelche Videos schalten und so. Also das macht auch alles Spaß. Aber wenn ich jetzt so auf das Jahr zurückschaue, gestern habe ich so ein paar Fotos, weil wir wollen der Oma so einen Fotokalender halt schenken. Und dann haben wir halt irgendwie so Fotos durchgeschaut. Und es gab einfach schon viele nette Momente, so, also in der Familie eben. Also ich denke, das war ein ganz gutes Jahr. Und meine Haupterrungenschaft war, dass wir unser Schlafzimmer haben renovieren lassen und ich musste ein unglaublich großes Regalsystem, also erstmal musste man dieses Schlafzimmer ausräumen, weil da ein neuer Teppich reingekommen ist und ist gestrichen worden und so. Und das ist ein relativ großer Raum mit, wie ich dann gemerkt habe, unglaublich viel Zeug drin. Und dann war das dann gemacht und dann habe ich da dieses Regalsystem da angebracht. Und da habe ich Muskeln beansprucht, die ich in meinem Leben noch nicht kannte. Also mir tut jetzt noch alles weh, aber jetzt ist es fertig. Da bin ich also so auf dieser ganz privaten Ebene sehr zufrieden. Ansonsten. Klingt so, als ob alle Wände in diesem Zimmer mit Regalen belegt worden wären. Ja, es ist Bücherregale, ein Schlafzimmer, so schön. Ja, es ist schon ganz gut. Die Regale eines schwedischen Möbelhauses erfordern in der Tat harte Arbeit. Ja. Ich glaube, ich habe das Gegenteil von dir gemacht. Du bist Büroleiter geworden und ich habe mich der Büroarbeit entzogen, der Routinearbeit im Büro, weil ich die Chance dazu hatte, das jetzt zu machen. Und die Freiheit plötzlich habe, von der viele in den Büros träumen. Keine Videokonferenzen, keine Konferenzen, keine Besprechung, keine dies, keine das. Ich habe irgendwann im Sommer, dieses schöne Buch gelesen von Paul Auster, 4321, über die Möglichkeiten, die sich im Leben ergeben oder auch nicht ergeben und dass das Leben auch immer anders verlaufen könnte. Und dass Kleinigkeiten und kleine Windungen und Wendungen zu einem völlig anderen Leben führen können. Und man hat nicht oft im Leben die Chance, sein Leben nochmal vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf zu stellen. Und das war ein Jahr, wo ich das nochmal konnte und auch gemacht habe, mich dafür entschieden habe. Und sozusagen aus der täglichen Spiegelarbeit raus bin und jetzt so die Freiheit habe, meine eigenen Projekte zu machen, die ich wichtig finde. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel von 40 Jahren Journalismus mal nochmal alles durchzugucken, was ist daraus geworden, was ist aus den Sachen geworden, aus den Menschen geworden, denen man begegnet ist und wie haben sich die Dinge entwickelt, so ganz aus der persönlichen Perspektive auch. Das passiert automatisch, wenn man ich habe mir die ganzen Dinge durchgeguckt, die ich da nicht weggeworfen habe. Vieles wirft man ja weg, aber vieles behält man auch. Und man stößt auf erstaunliche Dinge. Man stößt auch, ehrlich gesagt, manchmal ist man, ich war jedenfalls verwundert, dass sich manchmal Sachen, die man vor 20 Jahren geschrieben oder fürs Fernsehen gemacht hat, dass sie manchmal so wirken, als ob die auch letzte Woche hätten ausgestrahlt oder gedruckt werden können, dass sich manche Probleme in der Gesellschaft anscheinend gar nicht bewegen oder wiederholen. Aber tatsächlich ist eine der Erfahrungen, die ich so gemacht habe, dass die Gegenwart bleibt, nur die Zeit vergeht. Dass Dinge, die Vergangenheit und die Gegenwart gar nicht so wahnsinnig abgetrennt voneinander sind. Uns holt auch ständig das ein. Also wir haben doch jetzt was wir diskutieren hier mit der Situation in Sachsen, mit den Neonazis. Wie oft hat man Beiträge schon vor 20, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren über Neonazis gemacht? Und die Dinge wiederholen sich, sie bleiben da. Und ich staune dann, dass die Neonazis, die ich in einem Film von 1988 gesehen habe bei mir, dass sie jetzt 50 jetzt Jahre, Bundestag. Die sitzen jetzt im Bundestag vielleicht, ja, oder sind 50 Jahre und haben längst ihre Kinder in ihrem Geist schon wieder erzogen und nachgezogen. Das ist total erstaunlich. Also ich weiß ja nicht, ob ich aus all diesen Sachen, die ich da jetzt nochmal finde, reflektiere und sowas mache, aber aus einigen werde ich sicherlich nochmal was machen und da dranbleiben. Und ich finde immer, Journalisten, deshalb wollte ich auch mal aus diesem tagesaktuellen oder wochenaktuellen Journalismus raus. Man ist immer unglaublich befangen in der einzelnen Sache. Und wir Medien
ziehen zu wenig Querverbindungen. Wir verbinden die Dinge oft zu wenig miteinander. Also da wird immer eine Sache, die gerade ist, sehr genau angeguckt. Und also zum Beispiel, jetzt ist ja gerade der Love Parade-Prozess, ja. Aber das, was damit alles verbunden sind, all diese Fragen, hat vielleicht noch mit anderen Versagen von Behörden in anderen Fällen zu tun, von Versagen von Ämtern, von Versagen von Politik und falschem politischen Ehrgeiz und all diesen Dingen, die wir da jetzt beklagen. Oder der NSU-Prozess, der gerade läuft. Also ich habe gerade heute wieder was darüber gelesen. Ja, also ich denke, also ich möchte mich jetzt in Ruhe mit einigen Sachen beschäftigen, ohne sozusagen abgelenkt davon zu werden, was gerade wieder an diesem Tag, in dieser Woche passiert ist. Also für mich war das Jahr insofern gutes. Ich habe sehr viele Veranstaltungen mit Menschen gehabt. Ich habe es auch bevorzugt, ehrlich gesagt, direkt in Veranstaltungen mit Menschen zu reden, was ich sehr gut finde und sehr gut fand, und nicht so sehr viel zu twittern oder Facebook oder Social Media oder was zu machen. Ich finde, der direkte Kontakt mit Menschen ist gut. Da brüllt man sich auch nicht so an, da benutzt man auch nicht solche gewalttätigen Worte wie in den Formulierungen in den sozialen Medien, und da entsteht was Positives in der direkten Begegnung mit Menschen. Das hatte ich auch dieses Jahr. Also mein Jahr war teilweise war es sehr schön. Ich war sehr viel unterwegs mit meinem Buch, untenrum frei. Auch so wahnsinnig viel, also Lesungen, ich weiß nicht, 50 Lesungen oder so gemacht, überall. In Deutschland, in Polen, in Brüssel, in Wien, in der Schweiz und überall. Und es war sehr, sehr schön, damit unterwegs zu sein. Und das war immer also alle völlig absurd. Alle Lesungen waren ausverkauft oder überfüllt. Es gab eine einzige Lesung, wo freie Plätze noch frei, also wo noch ein paar Stühle nicht besetzt waren. Das war in Ludwigshafen. Waren, glaube ich, 5 Stühle frei oder so. Ansonsten war es immer voll. Und ich immer. Ich weiß nicht mit Ludwigshafen. Ich weiß, kein Ludwigshafen-Shaming jetzt. Aber nee, ansonsten alles unglaublich schön. Aber auch natürlich sehr, sehr überschattet von der Tatsache, dass Dennis Yücel im Gefängnis ist, und das ja fast das ganze Jahr ein Thema für uns alle, also war, die mit ihm befreundet sind oder irgendwie Kollegen und Kolleginnen sind. Und das ist schon, also das haben wir einfach am Anfang nicht gedacht. Als er festgenommen wurde, dachten wir alle so, naja, in ein paar Wochen ist er wieder frei und so. Und jetzt haben wir irgendwie über 300 Tage sitzt er da. Und das ist krass. Und es gibt keinen Tag, wo wir nicht, also so, es gab ja dieses Interview mit Erdogan, wo er gesagt hat, ja, sie wachen auf und denken Dennis, und sie stehen auf und Dennis, Dennis, Dennis. Und das stimmt einfach. Es gibt keinen Tag, wo wir nicht denken, ja, scheiße, Dennis sitzt immer noch in diesem kleinen Loch. Und es gibt gerade nicht die Aussicht, dass er da demnächst rauskommt. Und das ist einfach mal die größte Scheiße des Jahres gewesen. Das kann man nicht. Das kann man wohl sagen, ja. Was macht denn das Feuer? Ich schau mal, leg noch eins nach. Nächste Karte. Guck mal, du. Ehe für alle. Ah, tja. Ja. Das war doch mal eine gute Nachricht. Das war mal eine gute Nachricht, ja. Ey, erstes positives Thema, oder? So muss es sein. Ja. Und jetzt auch Österreich, Australien, alle ziehen nach. Deutschland war sogar sehr spät dran. Und das alles nur, weil Frau Merkel in ihrer, ich weiß, kriege es gar nicht mehr so richtig zusammen, aber... Im Brigitte-Talk. Es war doch irgendwie... So krass, oder? Das ist mehr so. Die hat sie doch irgendwie reingelegt oder so. Sie ist ja sonst sehr, sehr strategisch, und da hat ja die SPD diese Entscheidung erzwungen. Und sie hat ja dann freigegeben, Gewissensentscheidung, das ist ja immer... Also was meiner Meinung nach eigentlich ja immer so sein. Also es war, also ich fand auch, das war auch parlamentarisch, war das eine schöne Situation. Das, wenn mich nicht alles täuscht, war das ja sogar eine der letzten oder die letzte reguläre Sitzung des Bundestages, wo die das dann entschieden haben. Und da war das dann auch, ich glaube, in dieser Legislaturperiode das erste Mal so, dass man sich gedacht hat, ist jetzt mal spannend und so, und man möchte diese Reden angucken, und das werden jetzt nicht nur quasi die sowieso schon vorher festgelegten Fraktionsmeinungen da ausgebreitet. Deswegen bin ich ja auch ein großer Freund
der Idee einer Minderheitsregierung. Aber zum Thema zurück, also das war natürlich längst überfällig. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das so lange gedauert hat. Was man dagegen haben kann, dass Menschen heiraten, die füreinander Verantwortung übernehmen wollen, ist doch völlig egal, welches Geschlecht sie haben oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Also es fehlt mir das Verständnis dafür, dass jemand sich davon irgendwie eingeschränkt fühlt oder irgendwie ein Problem damit hat. Das war die katholische Kirche vor allen Dingen, die von der Bibel her gesagt hat, Mann und Frau gehören zusammen und nicht Männer und Männer und Frauen. Es geht um die Erzeugung des Lebens. Sie haben jahrzehntelang nun darauf ihren Einfluss, ihre Macht aufgebaut in der Gesellschaft und das ist zerfallen. Wisst ihr, was geil ist? Der erfolgreichste deutsche Tweet in diesem Jahr war die langgezogene Fresse von Beatrix von Storch, wo jemand hat so getwittert, als es diese Bundestagsabstimmung gab, gab es so ein Facebook-Stream oder so, wo dann diese ganzen Herzchen und Freude-Emojis und sowas rein ploppen und so. Und dann das Gesicht von Beatrix von Storch, als die Entscheidung so geguckt hat. Und das war das erfolgreichste deutsche getwitterte Ding irgendwie dieses Jahr, wo sie so völlig so, jetzt haben die das entschieden. Das war schön. Ja, Beatrix von Storch gehört ja zu dem rechten Flügel, rechten religiösen Flügel. Und das habe ich ja schon seit Jahren beobachtet und auch darüber geschrieben, über diesen rechten religiösen Flügel, der diese Werte vertritt und dafür kämpft. Ja, also das Verheerende ist, dass das rechte Religiöse mit dem politischen Rechten zusammengekommen ist. Ne? Und dadurch auch zu einer gewissen Kraft wird, auch personell. Das ist ja so zusammengekommen. Aber es wird doch kein Kind weniger geboren. Also, es werden sowieso im Moment viel mehr Kinder wieder geboren als je zuvor. Also Deutschland schafft sich nicht ab. Alles Unsinn. Also dieser ganze Pessimismus. Also ich begreife nicht, warum sich Leute in Pessimismus suhlen und ergötzen können. Also in Untergangsszenarien, Islamisierung und also. Ich meine, gut, natürlich geht es nicht allen super. Also das stimmt schon. Aber es geht ihnen nicht deswegen schlecht, weil andere Leute mehr Rechte kriegen. Ja. Das hat man nicht. Und also das ist etwas, was ich auch nicht verstehen kann, dass wenn man rechts ist, und das geht ja auch immer mit so einem Nationalstolz einher, und das Deutsche, und dann könnte man doch eigentlich auch sehr positiv auf dieses Land blicken, also weil es ja doch so viel erreicht hat und so viel geschafft hat. Ja, aber es ist immer dieses Paradoxe, diese gleichzeitig Untergangsfantasie und Selbsterhöhung. Und die Ausländer sind faul und nehmen uns die Arbeit weg. Und so. Also es ist so schwierig, mit solchen Leuten überhaupt zu argumentieren, weil das irrational ist. Das ist immer irrational ist. Nächste Karte. Das ist nicht der Schulz-Zug, es ist der Schulz-Effekt. Ja. Der Schulz-Effekt. Einen lustigen Moment mit dem Schulz-Effekt hatte ich bei einem Abendessen mit Heiko Maas. Das war hier auch irgendwo um die Ecke in so einem Restaurant. Da war so eine Einladung von Heiko Maas, redet mit irgendwie Medienleuten oder was. Und da war ich eingeladen. Und da war gerade die Hochphase des Schulz-Zugs. Da war so die SPD so euphorisiert und so. Und zehntausende Menschen sind in die SPD eingetreten. Und da hatte ich einen Text geschrieben darüber, wie das so ist, wie so ein bisschen wie bei so unter... Bei Leuten, die lange keine Beziehung hatten und dann plötzlich verliebt sind und alle im Freundeskreis zu denken, oh Gott, wie geht das gut und so, und die dann immer nur darüber reden, wie geil diese neue Beziehung ist, und man so denkt, mal gucken, wie so sagen sexuell ausgehungerte Menschen dann plötzlich sich so auf jemanden stürzen. Und dann habe ich das so Heiko Maas erzählt, wie mir das alles sehr bizarr vorkommt, dass es jetzt ausgerechnet Martin Schulz ist, der so diese Rettungsfigur ist und so. Und dass mich das halt so erinnert an so Singles, die plötzlich jemanden kennenlernen und so. Und dann meinte er so, ja, und genau so ist das. Genau so ist es bei uns. Ja, die SPD ist schon ziemlich ausgehungert.
Das war nicht aber die schön. SPD ist nicht sexuell, sondern machtmäßig. Ja, ja, das halt. Ist halt dann, muss es dann der Vergleich. Aber sozusagen, was, wer dann da als sozusagen vermeintliche Rettungsfigur auftaucht und man denkt so, warte, tschüss, das ist jetzt Jesus oder was? Das ist jetzt die geile Leuchtgestalt und naja, hat ja auch nicht funktioniert. Also ich meine, so sympathisch ich den finde, aber hätte von mir aus auch Bundeskanzler werden können, wäre es auch kein schlechter gewesen, aber. Aber diese Heilserwartung. Die SPD braucht wirklich neue Gesichter. Sie braucht Frauen, sie braucht jüngere Gesichter, sie braucht ehrliche Gesichter, nicht Leute, die Sprechblasen ablassen. Und ob Andrea Nahles nun also die Retterin der SPD ist, möchte ich auch noch bezweifeln. Ja, ja, das glaube ich auch. Und Olaf Scholz. Also es muss doch irgendwelche jungen Leute in dieser Partei geben. Oder weiß nicht, vielleicht ist auch der richtige Zeitpunkt, dass doch nochmal eine ganz neue Partei jenseits der Parteien gegründet wird. Warum gibt es eigentlich nicht eine Gegenpartei zur AfD auf der linken Seite, die sich neu gründet? Es gab ja den Versuch, ne? Es gab ja diese, wie heißen die denn? Weiß ich gerade nicht, diese Partei, die sich da neu gegründet hat. Warum habe ich so ein schlechtes Gedächtnis? Demokratie in Bewegung. Demokratie in Bewegung, die haben es ja versucht, aber ist jetzt auch nicht so groß geworden. Ja, hast du dir mal einen Wahlwerbespot von denen angeschaut? Das war auch sehr bitter. Warum? Naja, das hatte schon also satirische Qualitäten. Das war halt dann sehr, sehr bemüht. Das mag damit zusammenhängen, dass die halt wenig Erfahrung haben mit sowas. Ja gut, es geht in die Hose. Bei den Piraten ist es auch in die Hose gegangen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, vielleicht mal eine Alternative zur SPD, CDU, FDP, Grüne zu bilden. Ich weiß, das ist utopisch und das ist schwierig, aber vom Gefühl her würde ich sagen, braucht dieses Land irgendeine neue Partei. Also so Macron-mäßig. Man kann doch nicht, ja, Macron-mäßig meinetwegen, man braucht wirklich einen Gegenpol zur AfD. Das geht nicht, dass auf der rechten Seite sich die Leute formieren und weiß ich nicht, es sind unglaublich viele Leute nicht in die Politik gegangen, nicht in diese Parteien gegangen, aus guten Gründen. Aber weiß nicht, es geht schon um die Zukunft unseres Landes, Europas und der Welt. Ja, aber nichts aber, Geringeres. Ja, ich begrüße das, wie kämpferisch du bist, lieber Peter, aber man muss ja schon sagen, dass es ja nicht so ist, dass die AfD hier kurz vor der Machtübernahme steht oder so. Also und ich finde, es gibt natürlich einen Gegenpol, das sind nämlich alle anderen. Also es gibt Rechte und es gibt Nicht-Rechte. Und die Nicht-Rechten, wenn man das so definieren möchte, das sind ja jetzt nicht nur Antifa oder so, sondern das sind ja praktisch alle, die nicht recht sind. Und das sind 87%, ja. Aber fühlt man sich wirklich von der FDP, der CDU oder der SPD vertreten? Auch wenn du sie vielleicht gewählt hast? Oder du? Oder du? Die am nächsten kommen. Ich glaube, dass die Herausforderung besteht, und da ist, glaube ich, die Digitalisierung und dieses so ein bisschen Grassroots-mäßig, ne? Also das Potenzial, was herrscht für die Mitbestimmung, was wir ja eigentlich haben, wir sind alle miteinander vernetzt, irgendwie, über irgendwelche Plattformen, dass das überhaupt nicht ansatzweise genutzt wird. Und wenn jetzt eine Partei, und ich glaube, die Parteien sollten ein. Wir kommen aus dem Parteiensystem erstmal nicht weg. Das ist utopisch. Aber ich glaube, dass die Parteien versuchen werden, und sie machen es ja schon, sich versuchen, etwas basisdemokratischer zu organisieren. Und wenn es nur digital ist. Also ich spreche ein bisschen aus Erfahrung, was man versucht sozusagen in den Parteien zu machen. Und das ist vielleicht eine Chance, es noch zu erweitern. Es muss nicht auf die Parteien sein, aber wir sehen doch, was das Tempelhofer Feld ist nur deswegen nicht bebaut worden, weil sich genug Menschen gefunden haben, auch übers Internet, um sich so stark zu machen, dass sie einen echten Volksentscheid haben. Da sind wir aber bei was Größerem, nämlich dass diese Frage der direkten Demokratie, die ja übrigens auch eigentlich immer eine rechte Forderung ist, also es muss den Volksentscheid geben, es muss alles im Volksentscheid entschieden werden. Also ich bin schon ein großer Anhänger der repräsentativen Demokratie, weil dann nämlich, glaube ich, schon auf einem etwas höheren Niveau auch diskutiert wird. Da liegt schon auch eine Gefahr drin. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich den Leuten nicht zutraue, sich eigene Gedanken zu machen, aber ich glaube, dass da schon eine Gefahr schon sehr populistischer Debatten entsteht. Ja und nein. Das sind zu komplexe Sachverhalte, um sie mit einem Ja oder einem Nein zu. Das ist natürlich absolut die Gefahr. Ich wollte damit nicht sagen, dass ich hier für direkte Demokratie bin und über jedes abstimmen möchte, wie in der Schweiz oder so. Ja? Oder in Kalifornien habe ich mir jetzt sagen lassen, die stimmen über alles ab. Da ist jede Woche dienstags eine Wahl.
In den Communities. Das wusste ich, war mir auch so nicht bekannt. Außer über Waldbrände. Und ja, bei Waldbränden, da können sie wieder nichts machen. Und dann ist es immer noch dienstags. Weil es eben sozusagen diese Tradition des Dienstagswehrens gibt, ja, was auf Pferdewagen zurückgeht. Und selbst in Kalifornien, in einem sehr weit entwickelten Land, würde ich mal sagen, ja, Bundesstaat, da ist es ja auch noch so, dass die dann über lokale Sachen abstimmen. Und natürlich, wer geht da hin? Wer kann das machen? Grundsätzlich jetzt nicht verkehrt, aber die Komplexität ist natürlich hoch. Ja, ich weiß nicht, ob das mit so einer Volksabstimmung, das ist ja gar nicht das, was ich meinte. Ich meine, dieser Typ, der jetzt da für Glyphosat in Brüssel gestimmt hat, ja, also der war doch der Sargnagel auf das, was Parteien, auf System. Also das war für mich so der Punkt, wo ich dachte, nee, also das läuft nicht, das geht nicht. Wo ist da eigentlich, wo waren da eigentlich die roten Linien, wo war da eigentlich die Hemmschwelle, wo war da eigentlich Frau Merkel, wo war da eigentlich, wo war die SPD, da sitzen 700 Abgeordnete und einer zieht da durch und wir brauchen jetzt nicht darüber zu reden, ob das schädlich oder nicht schädlich ist, aber irgendwas ist da verdammt schief gelaufen und das ist ganz schlecht angekommen im Land. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, nee, also diese Parteien bringen es nicht. Dieses Gefühl, was die Rechten erzeugen, dass diese Parteien, ich sag mal so, abgewirtschaftet haben, auch wenn das ein hartes Wort ist, das ist nicht nur im rechten Milieu da. Das ist auch in einem anderen Milieu dieses Landes da. Und ich glaube, dass da wirklich ein Raum ist, in dem eine politische Alternative auftreten muss. Die Linke ist es nicht, die Grünen sind es anscheinend auch nicht und die FDP ist es auch nicht. Also, ich meine, wir können hier gut reden am Kamin, aber mal gucken, was das Jahr 2018 bringt. Macron ist auch irgendwo her aufgetaucht, plötzlich war er da und schauen wir mal. Abgasskandal ist gerade. Ja, ich kann gar nicht so groß. Ich habe ja also einen Oldtimer, der aber auch, glaube ich, 14 Liter oder so verbraucht, aber der ist schon seit mehreren Jahren nicht mehr fahrfähig. Also wenn ein sehr guter Autotechniker zuhört, der einen Ford Transit mit sowohl kaputten Bremsen als auch kaputtem Getriebe wieder in Gang bringen könnte, wäre ich dankbar für Leserbriefe. Weil das darf ich auch eine kleine Anzeige aufgeben? Ja. Also ich finde, du solltest den verkaufen. Verschenken. Verschrotten ins Museum stellen. Aber das ist so ein schönes Auto, weißt du? Was für Gefühle hegst du für Autos? Nur für dieses. Männliche. Nur für dieses Auto, weil das so ein... Auch alle Leute, die das sehen, wie so ein altes Pferd, einfach so, oh, schön und so. Aber fährt leider nicht mehr. Ja, ach so, das ist dein Haustier. Fährt nicht mehr. Hab überlegt, den einfach zu so einem Wohnwagen. Bei uns aufs wir haben ja so ein altes, so ein Gutshaus. Ich wohne ja in einer Landkommune zum Teil. Den da einfach hinzustellen. Aber dann habe ich mitgekriegt, man darf das gar nicht. Man darf abgemeldete Autos gar nicht sich einfach aufs Gelände stellen. Und so, das gibt irgendeine Regel, die dagegen... Aber man sieht unglaublich viele solche Autos, Öl rausläuft. Ich weiß nicht, warum. Aber man könnte ja eigentlich Öl und alles einfach ausbauen und so. Aber darf man angeblich nicht. Aber ich habe mich jetzt auch nicht so groß weiter informiert. Die nächste Autowerkstatt. Aber wenn und es können auch gar nicht mehr so viele so Kfz-Leute so Oldtimer reparieren, weil die natürlich alle jetzt andere Autos irgendwie... Kann man kein Notebook anschließen am Oldtimer so, und gucken, nee, was er hat? Nee, das nicht. Kein Diesel. Ein sehr altes Gerät. Man kann den sogar mit einem Löffel starten, weil der kein richtiges Zündschloss hat. Man muss nur irgendwas reintun, was... aber fährt leider nicht mehr. Gerade. Ich glaube, ich bin noch mal kurz zum Software-Update. Das ist jetzt eher analog, das Auto, aber das Software-Update ist so symptomatisch für diese ganze Diskussion. Ja, so, wo wir vorhin auch schon gesagt haben, die Demokratie braucht irgendwie auch ein Update, so nach dem Motto. Und das ist, wie kann. Wir brauchen ein Hardware-Update. Hardware-Update, ja, komplett. Also einmal eigentlich kein Update, komplett nochmal neu bauen, die App oder was auch immer. Ne? Von vorne nochmal neu zusammensetzen, das Ding. Aber dass einem rauskommt, dass dieses Papier, das man schon vorher wusste, dieser Dieselgipfel komplett irgendwie wohl geschrieben, die Drafts da von VW und alle haben sich vorher geeinigt und dann setzt man nur die Unterschrift drunter. Das Ding war komplette Verarsche. Und das ist ja wieder, zahlt wieder genau da ein, Politikverdrossenheit, alles ist gekauft und so weiter und so fort. Also man bekleckert sich nicht mit Ruhm durch die Aktionen auch so. Es passiert doch in der Öffentlichkeit. Dann werden Sachen geleakt.
Ja? Und also das ist so, da hält man an Technologien fest, das haben wir ja gerade schon, die so alt sind. Ja gut, aber da können wir uns jetzt viel drüber aufregen. Also ich habe mein Auto bewegt sich schon länger nicht mehr. Es könnte zwar noch fahren, aber ich fahre praktisch nur noch mit dem Fahrrad. Und wenn ich dann mal eins brauche, dann nehme ich mir so ein Carsharing-Ding. Dankeschön. Aber tatsächlich regt sich ja niemand so richtig auf, weil die Leute wollen natürlich ihren Diesel weiterfahren. Und man möchte ja nicht, dass sich da wirklich was ändert. Also dieser öffentliche Aufschrei, ich gebe dir vollkommen recht, dass das natürlich ein abgekartetes Spiel ist und die Geschichte mit einem Software-Update ist ja sowieso ein Witz, weil wenn das so einfach wäre, warum haben sie es dann nämlich nicht gleich gemacht, so ungefähr von vornherein. Aber die Öffentlichkeit, fürchte ich, der gemeine Dieselfahrer möchte halt seinen Diesel weiterfahren. Und da verlieren eine Menge Leute Geld, wenn das jetzt alle so nach Vorschrift ginge und diese Autos tatsächlich nicht mehr in die Innenstädte rein dürften. Und Leute haben sich erst einen Diesel gekauft und dann ist die Kohle halt weg. Und deswegen traut sich auch kein Politiker, da richtig ranzugehen. Weil das ist ja immer das Erste, was sie sagen, Fahrverbote unbedingt vermeiden und so. Da muss ich aber auch sagen, vor 20, 30 Jahren wurde schon vom Umweltbundesamt und anderen und Journalisten auch immer wieder vor dem Diesel gewarnt. Die Politiker haben nicht hingehört. Margarete, auf deinen Oldtimer und auf ein Leben nach dem Tod deines Oldtimers. Mein Auto habe ich verkauft 2017. Es war ein Diesel. Er ist für immer in die ewigen Jagdgründe gegangen. Er fährt jetzt wahrscheinlich verpestet jetzt woanders, das weiß ich nicht wo. Aber mein, ich habe verkauft und diesem Jahr habe ich für mich entdeckt, Elektroroller zu fahren. Ja, so geil! So geil! Ja, leg mal nach. Ich frage nicht mit wem und so, aber das ist genau das, wo ich dieses Jahr gesagt habe, das war für mich ein Highlight dieses Jahres, mal wieder Roller zu fahren und die hört man nicht und das macht einfach wahnsinnig Spaß und ich freue mich, wenn die im März wieder rumfahren. Ich wäre nämlich mit dem Roller hergekommen. Das macht sehr viel Spaß. Ich bin zum ersten Mal dieses Jahr mit einer Freundin mitgefahren. Wir waren irgendwie essen und sie hat so gesagt, ja, ich fahre jetzt immer diese Roller, ich bringe dich noch zum Alex, weil es war irgendwie spät und ich konnte, es fuhr unter einer Woche und es fuhr nichts mehr und so. Und sie meinte, ich bringe dich zum Alex auf so einem Roller mit hinten drauf und ich bin noch nie mit so einem Ding gefahren und dann saß ich da hinten mit drauf und es hat so Spaß gemacht. Dann haben wir noch so eine Extra-Runde gedreht und überall so Brandenburger Tor dann so hinten so rumgefahren. Ich meinte, nee, lass mal länger damit fahren, das macht voll Spaß. Die klingen auch so geil, die fahren dann so und dann fährt man so super leise irgendwie auf so einem Ding und auch relativ schnell, ist schön. Hm. Macht voll Spaß. Du darfst weiter Fahrrad fahren. Ich sympathisiere auch. Ich fahre ja auch Fahrrad, aber mal so ein Ding fahren, auch schön. So, jetzt bringe ich euch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runter. Also unser nächstes Thema, Terrorangst. Aber ich kann gleich sagen, ich habe keine Terrorangst. Was mir aufgefallen ist in diesem Jahr, wir hatten vor 2 Jahren ja diese ersten Anschläge, wir hatten auch dieses schreckliche, diesen depressiven Piloten, der mit seinem ganzen Flugzeug in den Berg gefahren ist, geknallt ist. Das Jahr endete hier in Berlin eine große Zeitung mit der Schlagzeile: Die beste Nachricht des Jahres, es ist endlich vorbei. Was ist vorbei? Das Jahr 2016 mit den ganzen ersten Terroranschlägen auch in Deutschland und anderen Terroranschlägen. Ich habe das Gefühl tatsächlich leider, dass wir uns inzwischen einfach nicht dran gewöhnt haben, aber es ist irgendwie ein bisschen abgeklärteres Verhältnis entstanden. Mhm. Die Leute sind nicht in Panik und das Land ist nicht in Panik und in Wahrheit kommen ja mehr Menschen durch Verkehrsunfälle durchs Leben, wie wir wissen, als durch Terroranschläge und da gibt es keinen Aufschrei. Ja, gut. Und natürlich, ich weiß, ein gefährlicher Vergleich, aber es ist weiß nicht, also wir haben gelernt, dass Terroranschläge hätten vermieden werden können, auch der vom Weihnachtsmarkt vor einem Jahr, wenn die Behörden ordentlich gearbeitet hätten, wenn die Kollegen bei den verschiedenen Institutionen dieses Landes ordentlich gearbeitet hätten, dann wäre wahrscheinlich nicht mal der passiert. Also ich sage ja auch nicht, dass ich mir darum keine Sorgen mache und so. Und das, also natürlich müssen die Behörden da ordentlich arbeiten. Natürlich ist es ein Skandal, dass man diesen Amri nicht vorher schon festgesetzt hat, bevor er
diesen Anschlag begehen konnte. Aber wenn die Frage ist, ob ich persönlich Terrorangst habe oder ob irgendjemand Terrorangst haben sollte, Angst vor Terror haben sollte, dann würde ich immer sagen, nee, weil es bringt auch nichts. Also es ist einfach, es ist völlig sinnlos. Man muss die Leute, deren Aufgabe das ist, müssen sich darum kümmern, dass solche Typen, und es sind ja doch immer Männer, dass die rechtzeitig erwischt werden. Aber soll ich jetzt persönlich, soll ich nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt gehen oder soll ich nicht mehr irgendwie mit dem Flugzeug fliegen oder soll ich nicht mehr mit dem Zug fahren oder so, weil am Hauptbahnhof mich irgendwas erwischen könnte? Das ist ja Quatsch. Wenn es mich erwischt, dann erwischt es mich. Und dann kann es eben eine Bombe sein oder ein Autounfall oder ein Klavier fällt mir auf den Kopf. Es ist wahrscheinlicher, dass du vom Auto überfahren wirst. Und da gehst du trotzdem auf die Straße. Du hast auch keine Angst vor Autounfällen. Sagt der seine Zigarette ausdrückt. Sagt derjenige, der seine Zigarette ausdrückt. Und hier hat die Margarete eine Schachtel leer geraucht und du hast eine Schachtel leer geraucht. Ich habe noch keine Schachtel leer geraucht. Doch, deine Schachtel ist leer, in meiner sind noch auffällig. Ja, ja, ich weiß, die wurde mir ausgetauscht. Das habe ich schon gemerkt. So ist das mit der Sucht. Die letzte Karte. 12 wie im Monat. Ach so, ja. Hashtag mein 2018. Oh. Glaskugel auspacken, bitte. Mein 2018. Jetzt schon voll geknallt mit Arbeit. Kommt ein neues Buch und so. Sehr viel Arbeit. Ich möchte, dass Dennis freikommt. Und zwar eigentlich will ich, dass er noch 2017 freikommt, aber wird wohl nicht passieren. Das wär mein größter Wunsch für nächstes Jahr. Und ansonsten werde ich weiter machen, was ich mache. Und zwar, ich bin voll dabei. Also man wird Dinge hören. ja. Und es wird gut. Aber hauptsächlich möchte ich, dass Dennis wieder rauskommt. Kennst du ihn? Gut. Das ist ein Freund von mir, ja. Wir waren ja zusammen, also zu Taz-Zeiten war das einer, mit dem ich am meisten zu tun hatte. Und das ist schon, das ist mir ein wichtiges Thema. Hast du ihm jetzt geschrieben? Ich habe ihm auch geschrieben, ja. Wir haben auch jetzt diese Anzeige wieder gemacht, die jetzt in den Zeitungen war und weiterhin kommt und so für ihn, wo crazy viele Leute mit unterschrieben haben, irgendwie so geil. Hertha Müller und Hertha BSC waren mit drauf und Bono und Sting und leck mich am Arsch, wer da alles unterschrieben hat. Schon Wahnsinn auch, also was das einzig Gute an der ganzen Geschichte ist, wer alles zusammenkommt, um für Dennis zu kämpfen. Das ist so krass, was ich meine, irgendwie diese mit Jan Böhmermann und Sibylle Berg und ich und dann irgendwie dazu kamen dann noch Islam Topchu und Johanna Adoyan und Shahak Shapira und so, wir hatten vorher nie was miteinander zu tun und jetzt plötzlich schreiben wir uns jeden Tag SMS in so einer Chatgruppe irgendwie, was wir für Dennis machen können. Das wäre ohne das nicht passiert, also wer sich da alles irgendwie zusammensetzt und irgendwie überlegt, was man machen kann, das ist schon krass und das ist auch schön. Aber natürlich aus einem beschissenen Grund, den wir lieber nicht hätten. Ja, euer 2018? Ja, meins wird auch so weitergehen, wie 2017 zu Ende geht, würde ich sagen. Viel zu tun, aber macht Spaß. Und ich hoffe, dass das auch nächstes Jahr so sein wird. Also, aber da habe ich keinen Grund daran zu zweifeln. Ich habe jetzt keine konkreten Pläne. Glaubt ihr, es gibt Neuwahlen? Irgendwie ja. Oder so eine Minderheitenregierung. Naja, und dann früher oder später Neuwahlen. Ja. Naja, ich glaube, dass es wahrscheinlich jetzt erstmal eine große Koalition geben wird. Glaube ich auch. Wie langweilig. Ist langweilig, ja. Aber Bürgerversicherung als großes Thema. Ja. Ach, das finde ich. Nee, das. Ach, Peter. Warum muss man das als langweilig abtun? Das wäre ein großer Fortschritt. Nur weil das Thema schon länger diskutiert wird, also verstehe ich nicht, dass das Langeweile ist ja vielleicht auch gar nicht, was ist denn das für ein politisches Kriterium? Also finde ich nicht. Es wird keine Langeweile geben, was ist das, also, das glaube ich nicht, warum sollte das so sein?
Also wenn wir eine große Koalition kriegen, vielleicht ist es ja das... Ich meine damit, dass dann Kompromisse wieder gemacht werden, wie ja. in den vergangenen 4 Jahren zwischen CDU und SPD, sich vieles nicht bewegt, nicht vieles wirklich vorankommt. Ich wünsche mir sehr, dass es in diesem Land irgendwie vorangeht, dass wir Probleme wirklich lösen, die da sind. Und das sind nicht nur so Sprüche, diese Spaltung zwischen Arm und Reich, die gibt es tatsächlich in diesem Land. Wenn man die nicht wirklich sieht und wenn man die nicht wirklich angeht, wenn Dinge nicht auch schneller gehen, also dieser Zustand in den Schulen, diese Sachen, man wundert sich, dass das alles so lange braucht, um sich was, damit sich was ändert. Dieses, wenn, wo soll es vorangehen in der Welt, wenn ich hier in diesem Land, das so viel Geld hat und Dinge ändern kann und fast 700 Abgeordnete im Bundestag sind, ja, das kann ja nicht sein, dass die nur mit den 6.000 Lobbyisten in Berlin alle Termine ständig machen. Und das fände ich irgendwie, da müsste sich was ändern. Und es müsste Themen geben, die auch die Menschen irgendwie wirklich mitreißen. Was wäre deine Bundestagswunschdebatte, die du dir wünschen würdest für nächstes Jahr? Gute Frage. Ich glaube, das sind mehrere Dinge. Top 3. Also ich finde, eine der wichtigsten Sachen ist wirklich, und da spreche ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, dass man sich im Westen Deutschlands mehr für den Osten interessiert und mal endlich wirklich darüber ehrlich diskutiert, was ist eigentlich 1990 schiefgelaufen. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir müssen so ein Reset machen und wieder da anfangen, wo wir 1990, 91 waren und was von Helmut Kohl überdeckt worden ist an Debatten, was die Treuhand verdeckt hat und was, wo viele Unzufriedenheiten herkommen. Und natürlich müssen auch nochmal die 40 Jahre DDR in diesem Teil Deutschlands reflektiert werden. Was hat es mit den Menschen gemacht? Es ist nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen. Helmut Kohl und man wollte nicht, die Politik wollte am Anfang der 90er Jahre nicht diese Debatte haben in diesem Land. Und man hat die Augen vor vielen Problemen verschlossen, vor allen Dingen auch vor dem Problem von Neofaschismus. Man hat nie wahrhaben wollen, auch als Ost und West noch getrennt waren, als wir Westdeutschland hatten, dass es hier rechte Terroristen schon in Zeiten der Bundesrepublik Deutschland gab. Das Attentat aufs Münchner Oktoberfest, die Kugeln auf Rudi Dutschke, es waren rechte Terroristen. Man hat es aber nie so benannt. Es gab noch mehr Terroranschläge. Keiner weiß, dass in Nürnberg mal ein jüdisches Ehepaar an der Haustür erschossen worden ist von einem Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann. Das ist nicht im nationalen Gedächtnis verankert. Man hat seit Jahrzehnten den rechten Terrorismus klein gehalten. Natürlich konnte man dann auch nicht die NSU wahrnehmen. Das sind alles Dinge, wo wir nochmal irgendwie uns neu besinnen müssen. Das wäre mal eine Debatte. Und eine Debatte, wo die Unterprivilegierten in diesem Land mal zu Wort kommen. Also das sind alles so Sachen, die nicht stattgefunden haben und die irgendwie dringend stattfinden müssen. Wenn man wirklich es ernst meint mit diesen Sprüchen, wir wollen die Spaltung im Lande überwinden. Und da muss man dran arbeiten. Das Land darf nicht weiter gespalten werden, sonst sind wir wirklich bei diesen unvereinigten Staaten von Amerika, sonst haben wir auch weiterhin Deutschland unvereinigt. Und da gibt es wirklich viel zu tun im kommenden Jahr. Und ich persönlich möchte in der Richtung eben einiges machen. Ich habe jetzt die Freiheiten und die Zeit und ich habe auch die Zeit, hoffentlich mal dich im Café irgendwo auf der Straße im Frühling mal zu sprechen oder vielleicht sogar mal Margarete zu treffen. Vielleicht sogar die. Wenn ich was auf Spiegel Online lese, dann lese ich Margaretes Meinung und nicht die von einigen anderen. Deine auch. Das hast du jetzt noch sagen müssen. Das wird rausgeschnitten. Ich schreibe auch mal wieder was für Spiegel Online dieses Jahr. Wir gehen eh auf das Jahr 2019 zu, meine Lieben. Und nächstes Jahr im Kaminfeuer können wir dann mal über 30 Jahre wiedervereinigtes Deutschland sprechen. 100 Jahre Frauenwahlrecht. 100 Jahre Frauenwahlrecht und wir hätten 1848, 2018, wir haben nächstes Jahr auch, können wir mal kurz über die Revolution von 1848 für demokratische Freiheiten nachdenken in Deutschland. Oder länger. Oh, ihr Lieben, ich muss leider gehen.
Du musst wieder los. Du musst twittern. Ich muss, ja, ich bin ja Pflichten. Und da verabschiede ich mich bei euch. Ja, schön. War schön mit dir. Ja, schön, dass du Zeit hattest. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Viel Spaß noch und bis nächstes Jahr. Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss, Martin. Tschüss. Tschüss, frohe Weihnachten. Gleichfalls. Frohe Weihnachten. Kommt gut rein. Tja, Weihnachten am Kamin. Ja, so geht diese Runde zu Ende. Wir haben alles diskutiert. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und jetzt Bescherung. Genau. Ja, also dann, schön, dass ihr da wart. Wir wollen jetzt unsere Schokolade. Die Schokolade gibt es draußen. Würde sagen, wir suchen sie mal. Ja, frohe Weihnachten an alle Spiegel-TV-Zuschauerinnen und Zuschauer. Prost! Und alle, die uns hier zugehört haben oder zum Teil zugehört haben. Ja. Frohe Weihnachten. Ich möchte mich auch dafür sehr bedanken. Und ein gutes neues Jahr. Genau, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen. Schön. Insofern. Lieber Peter. Margarete, nicht so schnell. Mach's gut. Nicht so schnell. Hier geht's raus. Thank you.